Milch direkt von der Kuh auf den Esstisch, so lässt sich das Produkt beschreiben, das Thomas Schäfer im Birkenhof Buddelshausen verkauft. Sein Betrieb steht trotz Fokus auf Regionalität vor großen Herausforderungen. Genau über die hat er mit dem Europaabgeordneten Norbert Linz gesprochen, der seinen Hof einen Besuch abstattete. Frische Tübinger Vollmilch steht auf den Verpackungen, die Thomas Schäfer für seine Milch nutzt. Die Direktvermarktung von Milch und die Landwirtschaft sind seine Leidenschaft. Dennoch sorgt er sich. Der Milchpreis sei in den vergangenen Jahren relativ konstant geblieben. Die Kosten für fast alles andere seien aber gestiegen. Zu kämpfen hat er auch mit den Verordnungen, die aus Brüssel und Berlin kommen. Es ist sehr wichtig, dass die Bindung von der Politik zur Praxis immer aufrechterhalten bleibt und in manchen Bereichen verbessert wird. Dass einfach in Brüssel auch Leute sitzen, wo genau wissen, wie geht es in den einzelnen Regionen vor Ort wirklich zu? Wo sind die Probleme? Es bestehe die Gefahr, dass er es sich irgendwann einfach nicht mehr leisten könne, seinen Betrieb aufrechtzuerhalten, erklärte Schäfer weiter. Wegen den neuen Verordnungen müsse er viel investieren. Jede Vorschrift sei von sich aus nachvollziehbar, erklärte Norbert Linz. Die Masse sei es, die die mittelständischen Landwirtschaftsbetriebe oftmals vor Probleme stelle. Eine Lösung kann der Verbraucher nach Ansicht des Europaabgeordneten selbst vorantreiben. Das Entscheidende ist natürlich der Verbraucher. Er hat es natürlich in der Hand, was er an der Ladentheke tatsächlich kauft. Aber die Politik kann unterstützen, zum Beispiel mit Investitionsförderung, dass wir gerade sagen, wenn wir politisch wollen, dass es eine Re-Regionalisierung gibt, dass Transportwege kürzer werden, dann müssen wir genau die Strukturen, teilweise die noch da sind, und teilweise auch versuchen, wieder neue zu schaffen, die dann auch unterstützen. Thomas Schäfer glaubt, mit seinem Betrieb guten Gewissens Regionalität und Umweltschutz vermarkten zu können. Seine Milchtüten sind beispielsweise zu 100% kompostierbar. Seine Einwegtüten seien außerdem umweltfreundlicher als ein Mehrwegsystem mit Glasflaschen. Weil wir ein zweites System hier auf dem Hof sind. Und Mehrweg ist einfach eine Riesensauerei, weil 20% der Flasche zurückkommt, wirklich unter aller Sau. Und die muss man dann sauber kriegen. Und das geht zu den Umweltbilanzen, die man der Flasche zugute rechnet, niemals. Schäfer hofft, dass sich der Verbraucher in Zukunft öfter für regionale Bioprodukte entscheidet. Nur so können mittelständische Höfe wie seiner erhalten werden.